Kontrollflug über dem Mittelmeer. Jedes Jahr versuchen Hunderttausende Menschen illegal nach Europa zu kommen. Viele verlieren dabei ihr Leben. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex bekämpft die illegale Einwanderung. Ihre Rolle ist umstritten. Kritiker werfen Frontex vor, mitverantwortlich für Menschenrechtsverletzungen zu sein. Was geschieht an den Außengrenzen Europas? Evros, eines der zentralen Einfallstore für illegale Flüchtlinge nach Europa. Die Nachtschicht der Grenzer beginnt. Mit dabei zwei Frontex-Polizistinnen aus Österreich. Sie fahren mit ihrem Wagen hier ins Dorf Jalina. Hier überqueren die meisten Illegalen den Fluss. Dieser Bereich gehört noch zum Einsatzgebiet der Polizei von Soufli. In dieser Nacht sind wieder Hunderte von Polizisten im Dienst. Die europäische Polizeiagentur Frontex unterstützt die Griechen dabei, die Grenze zu überwachen und illegale Einwanderer aufzugreifen. Die beiden Polizistinnen aus Wien, die die türkische Grenzseite mit einer Wärmebildkamera scannen, sind wie die meisten Frontex-Beamten für 2 Monate hier stationiert. Sie kennen ihr Einsatzgebiet. Dahinter ist die Grenze, das sieht man hier, die Region mit den vielen Bäumen. Das Schwarze ist zum Beispiel der Fluss Evros. Der Evros, der hat nicht viel Wasser, der Wasserspiegel ist sehr niedrig. Die meisten Personen, nach Erfahrungsberichten, können nicht schwimmen. Und wenn der Fluss nicht tief ist, können sie normal rübergehen. Heute Nacht bleibt es ungewöhnlich ruhig. Zum ersten Mal seit Wochen zeigen die Kameras keinerlei Bewegungen in dem Überwachungsgebiet. Die Landgrenze zwischen der Türkei und Griechenland erstreckt sich über etwa 200 Kilometer. In den vergangenen Jahren wurden Hunderttausende Illegale durch diesen Korridor nach Europa eingeschleust. Vor allem Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan oder Syrien versuchen hier auf dem Landweg in die EU zu kommen. Weil der Flüchtlingsstrom nicht abriss, hat Griechenland sein Polizeiaufgebot im Sommer 2012 massiv verstärkt. 1800 Polizisten patrouillieren zeitweise zusätzlich an der Grenze. Endlich kann der Polizeichef der Grenzregion Erfolge vorweisen, das Video eines Zugriffs. Hier sehen wir eine große Gruppe Immigranten. Sie sind noch auf der türkischen Seite und laufen zum Evros. Die Gruppe, die zum Grenzfluss läuft, umfasst an die 100 Menschen. Jetzt haben die Schleuser mit den Immigranten das Flussufer erreicht. Der Schleuser sagt ihnen, dass sie jetzt aus dem Boot aussteigen und zum Ufer gehen müssen. Er will natürlich nicht auf unserer Seite an Land gehen. Jetzt greift gleich unsere Sondereinsatztruppe ein und schnappt sich den Schlepper. Schauen Sie, hier. Der Schlepper wird noch in derselben Nacht der türkischen Polizei übergeben. Die Flüchtlinge kommen in ein Auffanglager. Seitdem unsere Operation im Evros-Gebiet begonnen hat, die wir zusammen mit Frontex durchführen, sinken die Zahlen. Ein Beispiel. Im vergangenen Jahr, im August, hatten wir 3.738 Flüchtlinge zu verzeichnen. In diesem August sind das nur noch halb so viele, 1.848.
80 Frontex-Beamte sind an dem Einsatz im griechisch-türkischen Grenzgebiet beteiligt. Die binationalen Patrouillen bestehen immer aus einem Frontex-Beamten und einem griechischen Kollegen, der in seinem Land die Entscheidungsbefugnis hat. Alle EU-Staaten stellen Material und Polizisten für Frontex ab. Dazu gehören auch Hundestaffeln. An der griechischen Grenze sind über 20 Nationen vertreten. Frontex, so die Maßgabe der EU-Kommission, soll helfen, die Außengrenzen der EU so undurchlässig wie möglich zu machen. Ob in Griechenland, vor den Kanarischen Inseln oder an der Grenze zur Ukraine im Osten. Frontex ist nicht alleine dazu da, die EU-Grenzen zu kontrollieren. Die Funktion von Frontex ist es, die europäischen Mitgliedstaaten zu unterstützen, die unter Migrationsdruck stehen. Die Mitgliedstaaten stellen Frontex-Beamte, Fahrzeuge, Hubschrauber und auch Flugzeuge für einen Einsatz in dem jeweiligen Land, das Hilfe an seinen Grenzen benötigt, zur Verfügung. Die Polizeiagentur ist eine Konsequenz des Schengen-Abkommens, das 1995 in Kraft trat. Schengen beseitigt die Grenzen innerhalb der Europäischen Union. Keine Passkontrollen mehr, keine Visa, Reisefreiheit. Nach und nach traten alle EU-Staaten, bis auf Großbritannien und Irland, dem Abkommen bei. Umso hermetischer wurden die Außengrenzen dicht gemacht. Die europäischen Innenminister beschlossen die Gründung von Frontex, der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen. Das Einsatzgebiet erstreckt sich seit 2005 von Westafrika bis Osteuropa. Für den ehemaligen deutschen Innenminister Wolfgang Schäuble ist Frontex die richtige Antwort auf die steigende Zahl illegaler Flüchtlinge. Frontex ist ein Mittel unserer Politik der Bekämpfung illegaler Migration. Das können wir gemeinsam besser und effizienter. In den wenigen Jahren ihres Bestehens ist die Agentur immer wieder in die Kritik von Menschenrechtsorganisationen geraten. Frontex, ja, ist sowas wie der Wachhund der EU, aber Frontex ist nicht die europäische Grenzpolizei, sondern Frontex koordiniert. Frontex ist sozusagen Ausdruck einer verfehlten europäischen Flüchtlingspolitik. Nicht an allen Menschenrechtsverletzungen ist Frontex schuld, aber Frontex koordiniert Einsätze, wie beispielsweise in Griechenland, wo Menschenrechtsverletzungen geschehen. Das griechische Auffanglager Philakio, eines von 4 Gefängnissen am Evros. Sammelort für illegale Flüchtlinge, die im Grenzgebiet aufgegriffen werden. Seit Jahren beklagen Menschenrechtler die chaotischen Zustände in den Lagern. Das ist für die Öffentlichkeit kaum überprüfbar. Journalisten haben hier keinen Zutritt. Lediglich einige wenige Anwälte von Flüchtlingsorganisationen dürfen Kontakt mit den Häftlingen haben. Eine von ihnen ist Aliki Karavia. Ich besuche das Aufnahmelager und schaue, wer internationale Hilfe benötigt. Viele Flüchtlinge werden mit einer falschen Nationalität registriert. Afghanen zum Beispiel häufig als Iraner. Ich achte auch auf die Haftbedingungen und frage, ob es aktuell Probleme gibt. Observe the detention conditions, what kind of problems there are. Einmal pro Woche besucht die 28-jährige Anwältin die Gefangenen in Philakio. Jedes Mal trifft sie auf neue Klienten. Zeitweise sind bis zu 300 Menschen in Philakio inhaftiert. Alle benötigen juristischen Beistand. Doch das ist unmöglich. Schon die Verständigung ist schwierig. Es fehlt an Dolmetscher.
Aliki Karavia betreut die Flüchtlinge und Asylsuchenden im Auftrag der Hilfsorganisation Griechischer Flüchtlingsrat. Bilder von Filakio. Aufgenommen bei einem Besuch von Menschenrechtsanwälten. Es herrschen schlechte Bedingungen. 300 Menschen zusammengepfercht in kleinen Räumen. Sie können ihre Zellen nicht sauber machen, denn sie bekommen keine Reinigungsmittel. Die Polizei fürchtet, sie könnten versuchen, sich damit umzubringen. Die Handtücher werden immer von mehreren benutzt und in der Zwischenzeit nicht gewaschen. Die Räume sind schlecht belüftet bei dieser Hitze. Die Insassen bekommen kaum Tageslicht und können vielleicht 10 Minuten pro Tag nach draußen gehen. Das ist wirklich schlimm. Die Zustände sind seit Jahren katastrophal. Auch in Brüssel gelten die Haftbedingungen in den Auffanglagern als äußerst kritisch. Die Situation ist sehr schwierig. Einige der Aufnahmelager sind in einem erschreckenden Zustand. Cecilia Malmström, die verantwortliche EU-Kommissarin, war vor Ort. Sie machte in Gesprächen sehr deutlich, dass es so nicht weitergehen kann. Natürlich sind die Griechen in Fragen der Migration und des Asyls unter starkem Druck, aber sie haben auch Verpflichtungen. Es gibt eine klare EU-Gesetzgebung für die Behandlung von Flüchtlingen, Asylbegehren und Haftbedingungen, die auch die Griechen respektieren müssen. Aber die Griechen ignorieren die Kritik aus Brüssel. Sie entscheiden hier. Eine irakische Frau mit deutschem Pass durfte kurz ihre Töchter im Lager besuchen. Sie sind aus dem Irak geflohen. Meine beiden Töchter sind drin. Also, sie sollten von ihrem Vater zwangsheiraten und die sind abgehauen. Und die sind jetzt durch die Grenze aus Türkei nach hier gewandert und die sind jetzt hier. Es geht ihnen sehr, sehr schlecht. Meine Jüngste ist gar nicht, also sie ist fast magersüchtig geworden. Gibt's keinen Strom nachts? Das Essen ist sehr, sehr schlecht. Also sonntags, die kriegen gar nicht nur einmal. Und die Mahlzeiten sind sehr, sehr schlecht. Also die werden sehr schlecht behandelt da. Da habe ich mir nie vorgestellt, hier in Griechenland, ein europäisches Land, muss also genau wie Deutschland sein. Weil das ist ein Europa. Ein Trugschluss. Die Zustände im Lager sind auch den Frontex-Beamten bekannt. Trotzdem bringen sie die Flüchtlinge, die sie auf ihren Patrouillen aufgreifen, dorthin. Wir haben Frontex Europas schmutzige Hände genannt, nachdem wir untersucht hatten, wie Frontex die griechischen Behörden an der Grenze zur Türkei unterstützt. Wir fanden heraus, dass Polizisten aus verschiedenen Mitgliedstaaten im Grunde zu Komplizen der griechischen Behörden wurden, weil sie Flüchtlinge und Asylsuchende Haftbedingungen auslieferten, die unmenschlich und entwürdigend waren. Manchmal kam es dort sogar zu Misshandlungen. Warschau, Sitz von Frontex. Etwa 300 Beamte arbeiten in der polnischen Hauptstadt für die europäische Grenzpolizei. Hier ist alles streng gesichert. Im Situation Room laufen alle Informationen über die Einsätze an den Außengrenzen zusammen. Die Entwicklungen an der griechisch-türkischen Grenze stehen hier seit langem im Fokus. Die Kritik an den Zuständen in den Aufnahmelagern hält man bei Frontex für unberechtigt. Die Unterbringung und die Betreuung derjenigen Migranten, die kommen, hat sich verbessert. Sie hat sich vielleicht nicht in einem Umfang verbessert, den wir für wünschenswert halten. Aber wir sehen Verbesserung der Unterbringungssituation,
Verbesserung der Versorgungssituation, der medizinischen Betreuung, Erhöhung der Kapazitäten. Warschau ist weit entfernt von den Lagern in Griechenland. Berichte von Flüchtlingen und Hilfsorganisationen zeichnen ein anderes Bild. Klaus Rösler ist für alle Operationen von Frontex verantwortlich, auch für die an der griechischen Grenze. Dort gehen die Flüchtlingszahlen endlich runter. Was aber mit den Menschen geschieht, die monatelang in den Aufnahmelagern festsitzen und auf Asyl hoffen, ist nicht mehr seine Sache, findet er. Die Verantwortung für das Aufnahmeverfahren und für die Aufnahmebedingungen, nochmal gesagt, liegen bei den nationalen Behörden. Es ist ein Anschluss, aber es ist nicht Teil der von Frontex koordinierten Maßnahmen. In dem Moment, wo wir gemeinsam sozusagen mit den griechischen Polizisten die Grenze bewachen und Leute, auch Kinder, unbegleitete Kinder in diese Haftanstalten wie Filakio abliefern und dort Schlimmes mit ihnen geschieht, dann ist auch Europa zuständig, dann ist auch Frontex mitverantwortlich. Köln. Der irakischen Mutter ist es gelungen, ihre beiden Töchter nach 4 Wochen Haft in Filakio zu sich zu holen. Weil sie in Griechenland europäischen Boden betreten haben, müssten sie dort bleiben, das ist EU-Recht. Aber die jungen Frauen, die unerkannt bleiben wollen, dürfen, solange ihr Verfahren dauert, in Deutschland leben. Griechische Haft ist für deutsche Gerichte menschenunwürdig. Als wir da gekommen sind, da kamen auch andere Frauen, ganz viele Frauen. Es gab gar keinen Platz mehr zu schlafen. Es gab 4 Betten drin. Haben sie so 25 Frauen in diesen Raum gesteckt, die nur 4 Betten drin waren. Also die Leute haben einfach aufeinander geschlafen auf dem Boden. Es gab Frauen, die über 5 Monate in diesem Zimmer waren, ohne dass die raus kann. Die waren so für so lange Zeit in diesem Zimmer, streiten sich miteinander ohne Geld, ohne Essen, ohne Freiheit, ohne irgendetwas. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, sogar noch nicht mal in die schlimmsten Länder auf der Welt habe ich das nicht gesehen. Die haben die Männer geschlagen. Ich habe mit meine eigenen Augen gesehen, wie sie so ein Junge, ich glaube, er war so 15, 16, so gegen 5, 6 große Männer, Polizisten, haben mit dem Fuß ihm getreten und geboxt und mit den Holzstücken so viel geschlagen, bis sein Gesicht und sein ganzer Körper, also hier alles Blut war, von sein eigener Blut. Ich weiß nicht, wir konnten uns nicht halten. Wir haben die ganze Zeit auf die Tür geschlagen und geschrien, lass ihn doch in Ruhe. Aber wir waren selber hinter der Eisentür. Menschenrechtsverletzungen in griechischen Lagern unter den Augen europäischer Behörden. Es ändert sich einfach nichts. Die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR sieht Brüssel in der Pflicht. This is the main entrance for people wishing to. Griechenland ist jetzt das Eingangstor für alle, die nach Europa wollen. Zuletzt war es Italien, davor Spanien über die Kanarischen Inseln. Wer weiß, welches Land es morgen sein wird. Insofern ist das doch ein europäisches und nicht ein nationales Problem. Ein Spezialflugzeug der italienischen Küstenwache auf dem Militärflughafen in Torremolinos an der spanischen Mittelmeerküste. Bei der Frontex-Operation in Dalo überwachen Italiener gemeinsam mit Spaniern und anderen europäischen Nationen die Seegrenze zwischen Afrika und Europa im westlichen Mittelmeer. Bei der Meerenge von Gibraltar beträgt die Entfernung zwischen den Kontinenten nur wenige Kilometer. Unser Frontex-Auftrag heißt, jeden Immigranten aus Afrika zu entdecken. Die Distanz zwischen Afrika und Spanien oder Afrika und Italien ist nicht sehr groß. Uns bleibt also nur wenig Zeit, die Zielpersonen abzufangen. Jahrelang wurde das Überwachungsflugzeug vor der westafrikanischen Küste eingesetzt, um die Flüchtlingsströme zu den Kanarischen Inseln zu bekämpfen.
Jetzt hat sich das Einsatzgebiet verlagert. Die Boote kommen vor allem übers Mittelmeer. Die Spezialkameras können aus 2000 Metern Höhe exakt verfolgen, was sich auf dem Wasser tut. Vor 2 Tagen entdeckten sie dieses Boot. Auf diesem Video ist ein Boot von 10 Meter Länge, voller Immigranten zu sehen. Es sind zwischen 10 und 15 Personen an Bord. Als wir es entdeckt hatten, gaben wir Position, Kurs und Geschwindigkeit an die Bodenstation weiter. Die Zusammenarbeit mit den algerischen Behörden hat sehr gut funktioniert. Die Flüchtlinge müssen nicht nur mit der Allgegenwart der EU-Grenze rechnen. Sie werden auch von den Küstenwachen der nordafrikanischen Länder gejagt. Ob in diesem Boot vielleicht Flüchtlinge sitzen, die vor Verfolgung fliehen, spielt für die Frontex-Leute keine Rolle. Sie überlassen den Algeriern die Verantwortung für das Schicksal der Menschen. Die Frontex-Operation im westlichen Mittelmeer wird vom Hauptquartier der Guardia Civil in Madrid gesteuert. Während des Sommers, wenn die meisten Flüchtlinge Richtung Europa unterwegs sind, treffen sich die verantwortlichen Polizeioffiziere hier täglich zur Lagebesprechung. Ein Vorfall vom Vortag. Operation Indalo. Gestern hatten wir einen Zwischenfall um 9 Uhr morgens. Eines unserer Küstenwachtboote entdeckte ein Schlauchboot mit Flüchtlingen 3,5 Meilen südlich von Tarifa. Das Boot wurde beschlagnahmt, die Menschen darauf der Polizei übergeben. Bisher ist die Zahl der illegalen Einwanderer in diesem Jahr leicht zurückgegangen. Zum Glück. Je mehr Illegale versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, desto mehr sterben auch. Dennoch haben wir einen permanenten Fluss von Ankommenden. Seit dem Start der Operation Indalo verzeichnen wir etwa 700 illegale Flüchtlinge. Trotz Lebensgefahr, die Flüchtlinge lassen sich nicht aufhalten. Auf einem Schrottplatz sammelt die spanische Polizei die beschlagnahmten Boote. Manche von Drogenschmugglern, die meisten von Flüchtlingen. Das sind alles Flüchtlingsboote. Wir haben sie da oben deponiert, weil am Boden schon alles voll ist. Immer mehr Schlepper mischen in dem Geschäft mit. Das hat Auswirkungen auf die Preise. Die Preise sind in letzter Zeit runtergegangen. Im Moment bezahlt man wohl eher unter 1000 Euro. Und dann kann es auch sein, dass man mit dem Preis das Recht hat, es dreimal zu versuchen. Wenn es einmal nicht geklappt hat, funktioniert es vielleicht beim zweiten oder dritten Mal. Flüchtlinge schleusen ist bei weitem nicht so lukrativ wie der Schmuggel von Drogen. Dieses Schnellboot stammt von Drogenhändlern. Wie man sehen kann, unterscheidet es sich sehr von diesem Schlauchboot, das für Menschenhandel genutzt wurde. Es ist sicherer und größer. Für die Mafia ist es eben rentabler, mit Drogen zu handeln, statt mit Menschen. Deswegen investieren sie mehr in den Drogenhandel. Traficar con droga que traficar con seres humanos. Entonces la inversión va a ser mayor con la droga, siempre. Es geht nur ums Geschäft. Und die Frontex-Operationen können auch nicht verhindern, dass der Schmuggel von Menschen und Drogen immer weitergeht. Aber das ist kein Thema für die Polizisten. Ich bin Polizist, beauftragt mit einer Operation. Die politischen Inhalte gehen mich nichts an. Wir haben einen Plan für eine Operation, der von Frontex verfasst worden ist, und den setzen wir um. So ist es. Und dieser Plan lautet, Menschen aus Seenot zu retten und jegliche illegalen Aktivitäten zu bekämpfen. Sie können nicht den Kontinent ganz abriegeln, aber sie treiben den Preis hoch. Sie schaffen ein neues Konjunkturprogramm für die Schlepperindustrie, aber sie leisten keinen Beitrag zur Beendigung der humanitären Krise vor der eigenen Haustür.
Mit dem arabischen Frühling im Jahr 2011 verschärfte sich die humanitäre Krise. Das Mittelmeer wurde zur Todeszone. Menschen aus Tunesien, Libyen und Ägypten versuchten zu Zehntausenden aus ihrer Heimat zu fliehen. Sie träumten von einem besseren Leben. Ein paar Monate lang war das Fenster nach Europa offen. Die meisten Flüchtlinge landeten auf der italienischen Insel Lampedusa. Und die europäischen Innenminister hatten vor allem eine Sorge, die Flüchtlinge auf der Insel festzuhalten. Der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich war empört, als Italien die Flüchtlinge weiter nach Norden schickte. Wir können nicht akzeptieren, dass über Italien viele Wirtschaftsflüchtlinge nach Europa kommen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann ergänzte, die kann man auf das nächste italienische Schiff setzen und wieder zurückfahren nach Tunesien. Migration flows are by their very nature now what are called mixed flows. Migrationsbewegungen sind immer gemischt. Ein Boot, das in Almeria oder in Lampedusa eintrifft, hat immer Wirtschaftsflüchtlinge und Verfolgte, die Asyl suchen, an Bord. Oder Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, wie etwa unbegleitete Kinder. Jeder Mitgliedsstaat und auch die EU selbst müssen den Zugang zum eigenen Territorium garantieren, um sicherzustellen, dass die Schutzbedürfnisse jedes Individuums gewährleistet werden. Jeder einzelne Grenzschützer, der innerhalb einer Operation tätig ist, ist an ganz klare Regeln gebunden in Bezug auf Grund- und Menschenrechte oder auch dem Prinzip des Pushback. Niemand darf einfach so zurückgeschoben werden. Grundrechte, deren Einhaltung auf hoher See nur schwer zu überprüfen ist. Immer wieder gab es Berichte, dass Flüchtlingsboote von europäischen Grenzschützern, etwa den Italienern, zurückgeschickt wurden. Sie sollten ihr Ziel gar nicht erst erreichen. 2012 schließlich verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diese sogenannten Pushback-Operationen als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Kein Land darf pauschal eine Gruppe von Flüchtlingen ausweisen, ohne eine Prüfung der individuellen Situation der einzelnen Betroffenen. Den Besatzungen von Frontex-Schiffen konnten keine unmittelbaren Rechtsbrüche nachgewiesen werden. Für Menschenrechtler aber ist entscheidend, Frontex ist vor Ort und damit auch verantwortlich. Die Kritik an Frontex macht sich nicht unbedingt an der Agentur selbst fest, sondern die Kritik lässt sich zusammenfassen in dem Begriff organisierte Verantwortungslosigkeit. Wenn ich Flüchtlinge habe auf hoher See, die sagen, sie sind schutzbedürftig, dann gibt es keine klaren Regelungen. Wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass die Menschen Zugang zu einem fairen Verfahren bekommen? Ist das jetzt das nationale Schiff, das Grenzschutzboot, das sie aufgegriffen hat? Ist es der Mitgliedstaat, der die Operation veranlasst hat? Ist es Frontex? Und deswegen es immer zu diesen Fällen kommt, wo Leute nicht aufgenommen worden sind, wo Leute zurückgeschoben worden sind, im klaren Bruch von europäischem Völkerrecht. Festung Europa. In den vergangenen Jahren hat die EU das Frontex-Budget immer wieder erhöht. Zuletzt waren es 85 Millionen Euro im Jahr. Davon finanziert man nicht nur mehr Personal, sondern auch immer perfektere Überwachungssysteme. In Almeria gibt es ein System aus Kameras, Radar und anderen Kommunikationsmitteln, das die ganze Küste überwacht und alle Schiffe im Blick hat. Dieses Überwachungssystem stellt sicher, dass niemand an Land kommt, ohne dass wir ihn vorher kontrolliert haben. Am
Auch das Küstenwachboot der Guardia Civil mitsamt seiner Besatzung ist vom Frontex-Budget finanziert. Was die Flüchtlingsabwehr angeht, funktioniert die europäische Zusammenarbeit hervorragend. Sogar ein Schiff der isländischen Küstenwache gehört zum Verbund. Island ist kein EU-Mitglied, erkennt aber das Schengen-Abkommen an und beteiligt sich deswegen an Frontex-Einsätzen. Das isländische Schiff ist außerhalb der spanischen Gewässer stationiert und beobachtet das Meer bis hinüber zur afrikanischen Küste. Hier befinden wir uns in internationalen Gewässern zwischen Spanien, Marokko und Algerien. Wir beteiligen uns jetzt zum dritten Mal an einer Frontex-Operation. Zuerst waren wir vor der senegalesischen Küste, dann vor Kreta stationiert und jetzt sind wir Teil der Operation im westlichen Mittelmeer. Ohne die Zusammenarbeit von EU-Staaten mit nordafrikanischen Ländern wie Algerien oder Tunesien könnte Frontex aber nicht erfolgreich agieren. Die bilateralen Abkommen zwischen Spanien und verschiedenen Drittstaaten machen es erst möglich, auch in afrikanischen Gewässern zu patrouillieren. Das ist die Basis unseres Erfolgs. Frontex und die Europäische Union profitieren von dieser Konstellation. Das ist entscheidend für uns. Der arabische Frühling ist vorbei. An der nordafrikanischen Küste ist der Alltag eingekehrt. Die Machthaber haben gewechselt und die EU kann wieder ungehindert ihren Einfluss ausspielen. Das wichtigste Thema: die Eindämmung der Flüchtlingsströme. Das lassen sich die Europäer einiges kosten. Solange Regierungen wie die tunesische davon profitieren, ziehen sie mit den Europäern an einem Strang. Wir sind sehr streng, was die Seegrenze angeht. Unsere Regierung erlaubt keine illegale Auswanderung. Jeder Versuch wird von uns verhindert. Einige Individuen haben es über die Marinestützpunkte versucht, aber wir sind ihnen auf die Schliche gekommen. Oder das Schiff aus Ägypten, das wir vor kurzem mit 52 Afrikanern an Bord aufgebracht haben. Wir haben sie alle festgenommen und vor Gericht gestellt. Sie sind immer noch in Untersuchungshaft. Darüber gibt es keine Diskussionen. Die Nordafrikaner werden für ihre Kooperation mit Wirtschaftsabkommen und Finanzhilfen belohnt. Das hat Tradition. Schon vor der Revolution zahlte allein Italien dem libyschen Diktator Gaddafi bis zu 40 Millionen Euro dafür, Flüchtlinge schon im eigenen Land abzufangen. Auch das tunesische Küstenwachboot ist von Italien finanziert. In diesem Sommer haben erheblich weniger Schiffe als in den Jahren zuvor versucht, von Tunesien aus die italienische Insel Lampedusa zu erreichen, die nur etwa 130 Kilometer entfernt liegt. So verhindert man, dass Flüchtlinge auch nur in die Nähe der europäischen Küste gelangen. Die EU versucht sozusagen, die Grenzen noch mal auszulagern, den Grenzschutz in Drittstaaten, sozusagen eine neue Wallanlage zu bauen, dass man gar nicht mehr die Leute vor den Toren Europas hat, sondern schon in den Drittstaaten abfängt. Und die Gefahr ist groß, dass nicht die Menschenrechtsverletzungen beendet werden an den europäischen Außengrenzen und das tausendfache Sterben, sondern nur die Orte der Menschenrechtsverletzungen und des Sterbens. Allein im Jahr 2011 starben fast 2000 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer von Süd nach Nord zu überqueren. Die lebensgefährliche Überfahrt ist für die meisten der einzige Weg nach Europa. Menschen aus Armutsregionen bekommen in der Regel keine Visa für die EU. Manche von ihnen fliehen vor Krieg und Verfolgung, andere treibt die Sehnsucht nach einem besseren Leben. Dann ist kein Risiko zu hoch. Auch Mohammed, der Sohn von Mordia Sayer, hat es versucht. Er ist wie Tausende auf ein Boot geklettert und wollte nach Europa, gemeinsam mit seinem Cousin. Aber sie kamen dort nie an. Ihre Leichen sind verschollen.
Das ist Mohammeds Zimmer. Hier sind seine Fotos und Dokumente. Sie liegen immer auf seinem Bett. Wenn meine Mutter das Bett aufräumt, legt sie alle seine Sachen wieder drauf. Dann setzt sie sich hier hin. So kann sie an ihn denken und daran, was geschehen ist. Mohammed und Abdallah werden bis heute vermisst. Man sagt, sie wurden von einem Boot der Küstenwache angegriffen. Wir wissen nicht, ob sie noch leben. Die Presse war bei uns und will Informationen, aber wir wissen bis heute nichts Genaues. Wir wissen nicht, was die Wahrheit ist. Als mein Sohn Abdallah mir sagte, dass er weg will, habe ich ihm gesagt, dass er zu jung dafür ist. Die Mutter von Mohammeds Cousin Abdallah bereut bitter, ihrem Sohn nachgegeben zu haben. Schließlich hat er mich überredet. Niemand kennt die Wahrheit. Die tunesische Regierung bestreitet bis heute, etwas mit dem Tod der beiden zu tun zu haben. Viele junge Leute wollen immer noch Tunesien verlassen. Sie sehen keine Zukunft in diesem Land. Schlepper nutzen das aus und bieten nach wie vor Überfahrten nach Italien an. Ein Mann, der nach eigener Aussage schon 4-mal Boote voll mit Flüchtlingen nach Italien gebracht hat, ist bereit, über sein Geschäft zu sprechen. Ich habe Freunde. Über die komme ich mit Leuten, die illegal auswandern wollen, in Kontakt. Wir haben 4 Boote. Mit denen fahren wir die Leute raus, ein Stück aufs Meer. Dort wartet das Schiff, das sie nach Italien bringt. Manchmal sieht uns irgendjemand, der nicht bezahlen kann und versucht, mit Gewalt ins Schiff einzusteigen. Aber es scheint nicht mehr so einfach wie in den vergangenen Jahren zu sein, die Gesetze zu umgehen. Die Garde Nationale, die kasernierte Polizei, will sich nicht nachsagen lassen, nicht alles gegen die illegale Auswanderung zu tun. Vorbereitung auf eine Streife. Die Revolution war gestern, jetzt haben sie wieder das Sagen. Routinekontrolle am Strand. Die Polizisten kennen die Schleichwege der Flüchtlinge. Aber in dieser Nacht stöbern sie nur einen Fischer auf, der in seinem Boot schläft. Sie überqueren den Fluss und landen auf der anderen Seite. Dann gehen sie 1 Kilometer in diese Richtung. Dort liegen die Boote, mit denen sie dann zu den Schiffen rausfahren, die sie übers Mittelmeer bringen sollen. Hat die Polizei hier wirklich alles unter Kontrolle? Nicht, wenn man dem Schlepper Glauben schenkt. Ein Polizist gibt uns Tipps, natürlich gegen Geld. Er bekommt 5 Millionen Dinar. Die Festung Europa bietet immer Schlupflöcher. Dennoch, für die überwiegende Mehrzahl der Menschen aus Afrika wird das Leben auf der anderen Seite des Mittelmeers ein unerreichbarer Traum bleiben. Legal nach Europa zu reisen und dort zu arbeiten, eine Illusion. Und wer es illegal versucht, landet in einem Lager, falls er überlebt. Shusha in der tunesischen Wüste. Zunächst als Flüchtlingslager für die schwarzafrikanischen Arbeiter eingerichtet, die während der libyschen Revolution als Anhänger Gaddafis verfolgt wurden, nutzen die tunesischen Behörden Shusha inzwischen auch als Lager für Bootsflüchtlinge, die von der Küstenwache abgefangen wurden. 4000 Menschen leben hier. In Somalia hat eine Bande versucht, mich zu kidnappen. Sie haben meine linke Hand ins Feuer gehalten und verbrannt, damit ich bei ihnen mitmache. Dann bin ich mit 16 nach Libyen geflohen, um zu überleben. Dort hat man mich ins Gefängnis gesteckt und gefoltert, weil ich Somali bin. Sie haben mir mit einem Messer ins Bein gestochen. Es ist Krieg und deshalb bin ich immer weiter geflohen.
auf der Suche nach Sicherheit und Frieden und um etwas zu essen zu bekommen. Die beiden jungen Somalis Aya und Jihad leben seit einem Jahr in der Zeltstadt. Sie mussten Somalia verlassen, weil sie einem Minderheitenclan angehören. Europa ist für sie der einzig sichere Platz zum Leben. Als ich auf dem Boot war, war ich im sechsten Monat schwanger. Auf dem Meer ist der Sprit ausgegangen und der Motor war auch kaputt. Wir haben ein Schiff, das vorbeifuhr, um Hilfe gefragt. Einige Leute sind vom Boot ins Meer gesprungen, um zu dem Schiff zu kommen. Ich hatte solche Angst, dass mein kleiner Junge auch springt. Das Schiff hat dann in Italien um Hilfe gebeten. Aber die Italiener sind nicht gekommen, sondern ein tunesisches Küstenwachtboot. So sind wir hier gelandet. Nach EU-Asylrecht hätte diese Familie Anspruch auf Schutz gehabt. Das hat die Europäische Küstenwache offensichtlich verhindert. Es gibt hier gar nichts. Wir sind zwar nicht tot, aber wir leben auch nicht. Ich hoffe, die UNO hilft uns. Wir sind in Somalia eine Minderheit und wir können dorthin nicht zurück. Wir werden dort umgebracht. Wir müssen noch einmal versuchen, nach Italien zu kommen. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Shusha ist für viele Menschen zu einer Falle geworden. Die Flüchtlinge werden in der Wüste geparkt, genauso wie es sich die europäischen Politiker vorgestellt hatten. Schon 2004 forderte man in Europa Lager für Flüchtlinge in Nordafrika. Besonders der damalige deutsche Innenminister Otto Schily machte sich dafür stark. Ich schlage vor, in nordafrikanischen Ländern Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen. In den meisten Fällen ist es die bessere Lösung, Flüchtlingen in der Nähe ihres Heimatlandes Aufnahme zu gewähren. Der Europäischen Union geht es vor allem darum, die Leute draußen zu halten. Natürlich haben die Mitgliedstaaten und auch die EU selbst das Recht, an ihren Grenzen zu patrouillieren oder Immigration zu überwachen. Aber die internationale Gesetzgebung schreibt auch vor, dass die EU all denen Zugang zu Asyl gewährt, die Anspruch auf internationalen Schutz haben. Zurück in Griechenland. Wer es als Flüchtling über die grüne Grenze am Evros schafft, europäischen Boden zu betreten, reist meist sofort weiter nach Athen. Trotz aller Polizeipräsenz taucht man nirgendwo leichter unter. In der griechischen Hauptstadt kann man sich verstecken, trifft auf Landsleute, bekommt Tipps. Aber die Hoffnung auf ein neues Leben erweist sich für die meisten Flüchtlinge als trügerisch. Es gab in Griechenland schon immer Probleme mit Leuten, die hier gestrandet waren, obwohl sie eigentlich weiter in andere europäische Länder wollten, wo es mehr Aussicht auf Jobs und Integration gab. Mit der wirtschaftlichen Krise und dem Aufflammen rassistischer Gewalt hat sich die Situation extrem verschärft. Sie ist absolut dramatisch geworden. Lange waren die Flüchtlinge in Griechenland geduldet, nicht zuletzt als billige Arbeitskräfte. Gültige Papiere spielten keine Rolle. Niemand weiß, wie viele Menschen illegal in Athen leben. Schätzungen sprechen von mindestens 100.000 Flüchtlingen. Ohne die Angebote von Hilfsorganisationen wäre das Überleben schwierig. Bei der katholischen Caritas gibt es zweimal täglich eine warme Mahlzeit. Wer hierher kommt, riskiert es allerdings, auf der Straße verhaftet zu werden. Aber die Menschen haben keine Wahl. Viele von ihnen sind verzweifelt. Seit 4 Monaten sind wir in Griechenland. Das ganze Geld haben wir den Schleusern gegeben. Wir haben uns verschuldet und all unsere privaten Sachen verkauft.
Zwei Monate haben wir gebraucht, um hierher zu kommen. Und jetzt sitzen wir hier fest. What we see in Athens is a very, very high concentration. In Athen gibt es unglaublich viele hilflose Flüchtlinge und Asylsuchende. In einer katastrophalen Lage, mitten in der Wirtschaftskrise, die Griechenland durchlebt. Der Zugang zu Asylverfahren ist außerordentlich begrenzt. Viele der Flüchtlinge ohne Papiere sind in Wirklichkeit Asylsuchende, die keine Möglichkeit haben, einen Asylantrag zu stellen. Who would like to apply for asylum and are simply unable to. Die Polizei in Athen veranstaltet regelmäßig Razzien, um Flüchtlinge ohne gültige Papiere aufzugreifen. Auch rechtsradikale Schlägerbanden machen Jagd auf Migranten. In der Wirtschafts- und Finanzkrise, die Griechenland durchlebt, sind die Flüchtlinge der ideale Blitzableiter. Dabei wollen die meisten von ihnen weg von hier. Aber sie wissen nicht wie. Viele von ihnen sind auf der Suche nach Asyl, aber in Griechenland gibt es nicht einmal eine funktionierende Asylbehörde. It's a patent violation of EU law, what we see in Greece. Was wir in Griechenland erleben, ist ein klarer Bruch der europäischen Gesetzgebung. Das ist erschreckend und traurig. Und dieser Zustand hat nichts mit der Wirtschafts- und Finanzkrise zu tun. Wenn Sie sich den Rückstau an Asylbegehren anschauen, der gegenwärtig in Griechenland zu beobachten ist, dann ist klar, dass man sich lange überhaupt nicht mit diesem Problem auseinandergesetzt hat. Eine Wohnung in der Altstadt von Athen. Hier leben 17 Menschen, illegal. Zwei Familien und mehrere alleinstehende Männer teilen sich vier Zimmer von etwa 100 Quadratmetern. Sie stammen alle aus Afghanistan. Einige sind schon über ein Jahr in Griechenland. Die Menschen trauen sich seit Wochen nicht auf die Straße. Als wir hierher kamen, haben wir so eine rote Karte bekommen. Eine Aufenthaltsgenehmigung für 30 Tage. So konnte mein Mann arbeiten und auch für die Miete sorgen. Aber dann wurde er auf der Straße zusammengeschlagen. Jetzt lasse ich ihn nicht mehr nach draußen gehen. Ich habe große Angst, alleine zu bleiben. Es ist so furchtbar. Ich will hier nicht bleiben. Ich will am liebsten weg von hier. Das junge Paar hat kein Vertrauen in die griechischen Behörden. An der Grenze versuchten Polizisten, sie zurück in die Türkei zu bringen. Ein klarer Rechtsbruch. Als wir in der Mitte des Flusses waren, haben uns die Schleuser aufgefordert, auszusteigen und zum Ufer zu gehen. Sie sagten, wir sollten durch den Wald laufen, um ein Dorf zu erreichen. Als wir dort ankamen, früh am Morgen, griff uns die Polizei auf und brachte uns zurück in den Wald. Dann sprachen sie mit türkischen Polizisten. Zwei von uns sprachen Englisch, die haben das verstanden. Die Griechen wollten, dass wir zurück in die Türkei gehen. Aber wir stellten uns dumm und sagten, wir wissen nicht, wie wir hierher gekommen sind. Und die Türken weigerten sich, uns zurückzunehmen. Schließlich mussten sie uns wieder ins Dorf zurückfahren und in ein Camp bringen. Die Flüchtlinge in der illegalen Wohnung wissen nicht, was sie tun sollen. Wohin sollen sie sich wenden? Wieder sind sie in der Situation, vor der sie geflohen sind. Wir Afghanen konnten uns im Iran nicht frei bewegen. Wir konnten nicht arbeiten oder in die Schule gehen. Wir haben uns nur im Dunkeln getraut, rauszugehen. Ich habe auch nur nachts gearbeitet. Die Polizei hat uns auf der Straße verhaftet. Einfach so. Ohne Grund. Manche von uns waren monatelang im Gefängnis.
Wir haben keine Zukunft gesehen im Iran. Uns blieb keine andere Wahl, als wegzugehen. Alle Flüchtlinge ohne gültige Papiere werden von der Polizei festgenommen und in Lager wie Filakyo gebracht. Dort müssen sie manchmal monatelang ausharren, bevor sie abgeschoben werden. Sie können ihren Familien, die in der Illegalität leben, keine Nachricht zukommen lassen. Aus dem Traum Europa ist ein Albtraum geworden. Auf einem Friedhof am Evros sind 300 unbekannte Flüchtlinge begraben. Sherif Damadolo, der muslimische Geistliche der Gegend, betet für sie. Die Menschen sind auf der Flucht gestorben, ertrunken, auf Minen getreten, erfroren. Jetzt liegen sie in europäischer Erde. Es hat überhaupt keinen Sinn, die Leute aufzuhalten. Sie kommen sowieso. Die europäischen Politiker sollten das erkennen. Ich glaube, wir müssen Wege finden, dass die Menschen nach Europa kommen können. Gebt ihnen ein Visum und Papiere, damit sie Asyl beantragen können. Da müssen sie auch nicht ihr Leben riskieren, um hierher zu kommen. Aber die Politik will etwas ganz anderes: die Grenzen dicht machen. Und Frontex hilft dabei.